Der Finanzsprecher des Teams Stronach ist am Wort, Robert Luger. Und es war gar keine andere Möglichkeit aufgrund der Haftungen, dass hier eben notverstaatlicht wird und dass eben der Steuerzahler letztlich die Rechnung zahlt. Aber da sind Sie eindeutig im Widerspruch zum größten Bundeskanzler aller Zeiten, Originalton Damandl, nämlich der Herr Dr. Schüssel, hat im Ausschuss gesagt, dass es überhaupt nicht notwendig war. Es war nicht notwendig, vor allem rechtlich nicht notwendig, zu verstaatlichen, weil der Bund mit dem Land Kärnten und mit den Haftungen, die das Land Kärnten eingegangen ist, nichts zu tun hatte. Nichts zu tun hatte, hat der Herr Schüssel gesagt. Das war eine politische Entscheidung. Und er hat es so gemeint, dass es auf der einen Seite vernünftige Entscheidungen gibt und auf der anderen Seite eben politische Entscheidungen. Und das war genauso eine politische Entscheidung. Und Sie haben sich ja heute schon entlarvt, weil Sie gesagt haben, da wäre ein wahnsinniger Schaden entstanden für den Finanzplatz und für die Möglichkeiten, sich zu verschulden. Ja genau, das ist das Problem. Dieser wahnsinnige Schaden würde genau dann entstehen, wenn wir das Richtige tun würden, nämlich in Konkurs gehen lassen. Wenn wir die Hypo damals oder die Heta heute in Konkurs gehen lassen, würde das viele positive Effekte erzeugen, aber auch einige negative, die Sie fürchten. Und unter diesen negativen Effekten ist, dass sich die anderen Länder, die ja ganz genauso wie Kärnten vielleicht nicht in diesem Umfang vorgegangen sind, eben nicht mehr so einfach verschulden können. Und das ist ja das Problem, das sie fürchten. Und das ist auch das Problem, warum man hier diesen Eiertanz macht und eben nicht das tut, was sinnvoll ist, sondern was politisch gewünscht ist. Genauso wie die Notverstaatlichung politisch gewünscht war, wird ihm jetzt nicht in den Konkurs geschickt, weil dann könnten sich die Gläubiger bei Kärnten anstellen, die würden nichts bekommen oder fast nichts, würden leer ausgehen, was auch richtig so wäre. Denn die haben sich damals, so wie der Herr Kollege Kogler das gesagt hat, darauf verlassen, dass es eine Haftung gibt, die niemals bezahlt werden kann. Nur was passiert dann mit Niederösterreich und mit anderen Bundesländern? Die könnten sich da nicht mehr so einfach verschulden am Finanzmarkt. Und das ist ja das, wovor man Angst hat. Und dann müssten diese Länder zum Bund gehen, über die Bundesfinanzierungsagentur und sich dort Geld beschaffen, was ja auch möglich wäre. Aber das wollen die Länder natürlich auch nicht. Warum? Weil der Bund kommt dann und sagt, na liebe Freunde, wenn ihr Geld von uns wollt, dann müsst ihr euch auch an die Regeln halten. Und das will man nicht. Man will sich nämlich nicht an die Regeln halten. Das war auch damals, wo wir diskutiert haben, ein Spekulationsverbot, wo es damals gegangen ist, dass Salzburg sich verspekuliert hat, war genau das das Argument. Man will sich nicht über den Bund verschulden. Weil dann gibt es Kontrolle, dann schaut man rein und das will man nicht. Und genau das ist der Hintergrund. Der Hintergrund, warum wir hier bis zu 2,4 Milliarden den Deutschen hinten reinstecken, ist ganz einfach der. Okay, ich sage nicht hinten reinstecken, dann zumindest seitlich reinstecken, oder wo hätten Sie es gern? Also wir stecken den Bayern das Geld rein. Und das Ganze machen wir nur deshalb, weil wir Angst haben, dass das negative Folgen haben könnte auf unsere Länder. Wenn wir aber was Vernünftiges machen würden und die Hete in Konkurs schicken, dann würde das Verfahren von München nach Klagenfurt übersiedeln und dort hätten wir dann bessere Chancen. Und die Frau Gries, die ich sehr schätze, hat gesagt, die Bayern waren ja sehr unabhängig, aber in Kärnten ist das nicht so sicher. Also ich sage Ihnen eins, ich weiß nicht, ob die Bayern so unabhängig waren. Ich weiß nur, dass sie im Interesse der Bayern entschieden haben und dass uns das sehr, sehr viel Geld kostet. Und warum sollten wir dann nicht die Möglichkeit nutzen, lassen wir die Hete in Konkurs gehen, schicken wir das Verfahren nach Kärnten, ich weiß, die Kärntner werden die richtige Entscheidung treffen, und dann können wir endlich jene, die ja mitverantwortlich sind an diesem Debakel, auch zur Kasse bitten. Denn das geht mir ja viel zu viel unter heute hier. Die Bayern sind ja ganz essentiell mitschuldig an diese ganzen Debakel. Die Bayern haben ja fest mitgespielt bei diesem Spiel. Expandieren auf Teufel komm raus, aussaugen auf Teufel komm raus und haben dann, wo sie gemerkt haben, dass es nicht so läuft, wie sie das sich erwartet haben, haben sie dann die Bank in Schieflage gebracht und haben uns erpresst, dass wir diesen Krempel zurücknehmen. So sieht es nämlich aus. Und über das redet hier keiner. Und als Belohnung dafür gibt es jetzt einen Vergleich. Und sie bekommen höchstwahrscheinlich mehr, als alle anderen Gläubiger bekommen. Und da frage ich mich, was ein Pensionsfonds, der eine Anleihe gezeichnet hat, dafür kann, dass er jetzt weniger bekommt als die Bayern, die dieses ganze Debakel mitverursacht haben. Das ist nicht fair. Und deshalb ist es auch hier abzulehnen. Ganz einfach. Lassen wir die Hete in Konkurs gehen. Klären wir das ganz neu in Kärnten
Und dann läuft es vielleicht anders. Und dann könnte auch sein, dass wir von den Kärntner, von den Bayern noch was bekommen und nicht, dass wir den Bayern noch mal 2,4 Milliarden Steuergeld reinstecken müssen. Danke. Politisch nicht notwendig, aber gewünscht sei dieses heutige Hypo-Sondergesetz, sagt Robert Luger vom Team Stronach.